Da sind wir zu einer weiteren Runde Card Hunter. Wir sind immer noch in Card Huntria. Ich glaube, es gibt auch gar keine andere Welt, aber Card Huntria, wie wir gesehen haben, ist ja groß genug. Alter, ich habe vorhin jetzt schon 3 Stunden gestreamt und ich muss sagen, es macht süchtig. Es macht einfach nur Spaß. Und man will immer weiterkommen. Man will neue Items finden, damit man bessere Karten kriegt, damit man eventuell seinen Krieger nicht sterben lassen muss, mehr Heilung raushauen kann oder eine größere Reichweite zum Angreifen hat. Ich weiß nicht, also es macht einfach nur Spaß und man will mehr, 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 mehr. Und deswegen spielen wir weiter. So, wir sind irgendwie komplett ausgerüstet gewesen. And now. Deswegen werden wir jetzt einfach mal den nächsten Dungeon angehen für Level 4 bis 5. 3 Battles erwarten uns da. What is a D12 Reaper? It's a bit of a mystery, really. Ja. So. Laden, 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 laden. Ach, es geht los. Encounter. Mein Guards greet you with menacing sibilant hisses. Ah. So, wie viele Gegner haben wir? Wir haben 2 Gegner. Lizardman Warrior und Lizardman Warrior. Ja. So, welchen gehen wir zuerst an? Die haben beide fast den gleichen Weg zu uns. Ich weiß nicht, wo sie lang gehen werden. So, erstmal unseren Krieger dahin. Er tankt das um. Der kommt von der Seite. Gut. Das unsere neue Karte. Reichweite 2, 3 Schaden. Arcane Spray. Jada Blasts, a Cone of Arcane Energy. Bam. Ach, das ist ja Flächenschaden, alles klar. Da die Einzelnen kommen. Ja, dass du jetzt Fernkämpfer bist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Lohnt sich das Heilen schon? Du hast 2 Lebenspunkte verloren? Nö, eigentlich nicht. Wir könnten dich mal dahin bewegen. Und dann passen wir mal eine Runde. Gary passt auch, das ist schön. Da geht das weg, da geht das weg. Oha. So, Penetration Step. Auf den. Komm doch nicht der. Ist auch da. Der wurde nicht geblockt. Das macht nichts. Wir können ja heilen. Wir können ja heilen. Welcher bist du? Du bist der Rechte. Du hast noch 3 Karten. Ist da eine Movement Card bei? Oder nicht? Geh mal dahin. Das ist gut. Kriegst du erstmal 5 Schaden. Oh. Du musst erstmal geheilt werden. Oh oh. So, wir müssen unsere Magierin retten. Das heißt, du gehst dahin. Das heißt, du gehst noch einen Schritt weiter. Oh nein! Okay. Du? Dahin. Und Attacke. Ah, der war gut. So, neue Karten. Wir gehen den mal an. Der wird. Ach so, der passt. Dann ist er gut.
Hätte der jetzt nochmal zugeschlagen, dann wäre es das gewesen. So, das war der Battle 1 von 3. Gary, you roll dice like you mean to murder them. Dice rolling requires some letty as well as why. Belohnung. Was haben wir? Armor 2, Armor 1, Armor 1. Du hast 2, 2, 2. Die ist schlechter. Und das wäre es für Layala. Einmal kurz gucken. Da ist mehr Arcane-Schaden bei kürzerer Reichweite. Nö. Yes. Note how I cast them. Disgrace and panic. Deft, yet manly. Do well to copy my technic, little brother. Naja, wenigstens gibt Melvin dem Gary so ein paar Tipps. Encounter! Was? Black Ooze? Okay, das ist eine Karte, die wir ausspielen müssen. Plus 1 zu Penetration Attacks. Geht 3 Runden lang. Sehr schön. Wir sind dran. Alter, der trifft ihn da oben. Das ist ja mal nice. Das fängt doch gut an. Unseren Heiler kurz in Sicherheit bringen. Du gehst da oben hin. Das war's dann erstmal. Du guckst bitte in diese Richtung. Heilung. Gut, passt. Hey, passt. Neue Karten, was werfen wir weg? Eine Blockkarte? Eine Rüstungskarte? Werfen die weg, die hat er eh gesehen. Jawoll. Sodele. Dann unser Pesti. Geht in den Nahkampf, wollte ich sagen, aber erstmal muss hier geheilt werden. Muss geheilt werden. Oh oh. Und da muss schon wieder geheilt werden. Ja, jetzt hat er Zeit gehabt abzuhauen. Verdammt. Was mache ich mit dir? Warte mal, du gehst mal dahin. Das macht nichts, du kannst das ein bisschen ab. Layala muss gerettet werden. Oh, er ist angekommen. Ja, dann 4. Und 3. Und Kill. Ja, Gary, jetzt machen wir auch Pass. So, zieht was Vernünftiges, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie. Was werden. So, dann darf ich schaffen. So.
So. Das sieht gut aus. Wie viel Leben hat denn der noch gehabt? Der hat noch 9. Der hat noch einen. Da komme ich erstmal nicht hin. Der hat noch 9. Erstmal kriegt er mich. Der tötet mich nicht, das heißt, wenn ich jetzt ihn da er mich leider nicht, oder Gott sei Dank nicht getötet hat, also im letzten Run wunderbar. So, 2 von 3 gewonnen. Gucke die, setze gucke die. Gott, do I have to do everything for you, Gary? Tja, schauen wir uns mal den Loot an. Das ist wieder zum Verkaufen. Das ist für Nanashi. Aber nein. Wow. Sorry, Melvin. I didn't realize that rule extended to dice that miss the table and land on the floor. So. Encounter. Alter Lachs. Okay, Penetration muss ausgespielt werden. Mehr Heilung muss ausgespielt werden. Das ist schon mal sehr schön. Dann. Erstmal ein bisschen Angst. Target gains at Command. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ach, das wird geblockt. So, dann gehen wir da mal hin. Bewegt er sich weg? Nein, er. Doch, shit. Shit, shit, shit. Alter, ich habe 3 Heilungen, ne? Du kommst dahin. Du kommst erstmal dahin. Ja, da muss ich leider eine Heilungskarte. Ich muss eine Heilungskarte werfen. Gibt's denn sowas? So, Gary. Es ist meine Zeit. Und ich werde definitiv mit meiner Leyala deinen. Was haben wir denn hier? Lizardsman Varia angreifen. Bam, das. Okay. Und nimm das. Kriege ich damit irgendwen? Nein. Der kann sich nicht bewegen. Das ist ja schrecklich. Scheiße ist das. Deutsch gesagt. Jetzt haben 3 Punkte geheilt. So, was machst du jetzt? Wie viel willst du mir davon noch geben? Verdammt. Ich glaube, die mögen den Pesti nicht. Muss jetzt auch mal passen. Und zwar muss Pesti das erstmal abwerfen und das. Leyala muss es rausreißen, so wie es aussieht. Erstmal den. Dann. Erstmal.